Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Spyro Reignited Trilogy. Ja, und wir gehen jetzt in die Baumwipfel rein. Oh. Ja, flamm mich an, Spyro. Ja, ja, geil, 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 geil. Schön. Feuer, Feuer. Und wir setzen zum Landeanflug an. Ach, das war das Level. Oh nein. Ja gut, ich weiß jetzt schon. Die Affen haben es aber cool gemacht. Nee, ich glaube, da hinten geht's weiter. Ne, da hinten geht's weiter. Ne, da ist nix. Da ist nämlich der Key. Dann machen wir einen Double Kill. Zack. Bam. Da gönnen wir uns ein Leben. Da wollen wir noch nicht lang. Gab's hier nicht doch irgendwie was? Nee, hier gab's nix. Hier gab's den Key, den wir reinsetzen mussten. Wussten wir zwar noch nicht, aber naja. Zack, 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 zack. Und wir retten wen? Isaac! Spyro, wenn du am Ende einer Superladungsrampe springst, kommst du wirklich weit. Bin schon dabei. Danke schön. Bam. Den haben wir. Zack. Ah, da ist nochmal ein Leben. Das ist ja super. Hier, weg mit dir. Hohoho. Mehr kannst du auch nicht sagen, ne? Nee, 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 nee. Da kriegen wir ein Leben. So. Schweben wir darüber. Okay. Mit Schwung müssen wir irgendwie hier hinkommen. Aber wir gehen erstmal weiter. Das war halt eins, wie gesagt, der Level, die damals richtig schwer waren als Kind. Weil du nicht wusstest, wie du was zu machen hast. Um auf diese eine verkackte Insel zu kommen. So, Lyle. Hallo, Spyro. Wenn du die fantastischen Baumwipfel sehen willst, hör nach einer Superladung nicht auf. Das war, glaube ich, damals ein Tipp, den man nicht wirklich bekommen hat. Aber sie müssen das Spiel ja auch ein bisschen einfacher gestalten wie damals.
Weil ich finde, das trifft ja nicht nur auf die damalige Generation dieses Spiel, so wie mich halt, sondern es trifft auch auf die Generation von heute. Au! Weg mit euren Bananen. Noch ein Leben. Und die Insel da hinten. Das war die Arschlochinsel. So nannte ich die immer, die Arschlochinsel. Mit dem Sprung vielleicht da drauf? Könnte das so sein? Hier rüber, ja. Kann sein, ne? So, auf und davon. Trophäe erhalten. War es sogar schon eine Goldtrophäe? Was willst du? Verzieh dich. Ja, und jetzt? Darüber. Nee. Ja, ich weiß. Nee, ja. Jetzt kommt der tricky Teil. Also weit habe ich jetzt... Ja, mir fehlt noch ein Drache. Mir fehlt noch ein bisschen Krams. Du bist die Rampe, safe für nach dahin. Nur wie zum Heck hüpfe ich auf dich drauf? Das war zu früh. Da habe ich zu früh aufgehört. Das wäre aber definitiv der Sprung gewesen, vielleicht. Na, vielleicht muss ich auch hier hin. Mal gucken. Ich denke mal, das wird hier ein... Dieses Level wird ein Walkthrough, mehr kann ich dazu nicht machen. Weil ich echt nicht unbedingt weiß, wie was hier funktioniert. Nee, so nicht. Nicht dahin. Wirbelwind, danke. Nee, du mich auch, Alter. Ey, krieg ich's kotzen. Flip. Wie muss ich mit dem Ding springen? Darunter? Oh, das kann was bedeuten. Das bedeutet den Absturz. Ah, jetzt bin ich wieder hier, okay. Nein, da komme ich auch leider nicht hin.
Da muss es auch den Weg von da geben. Ja, okay. Und das ist eine Sache, die konnte ich mir nie behalten, ey, wie ich hier laufen muss. Aber wie viele haben wir? Wir haben gerade mal 325. Das sind die, uns fehlen noch 175. Oh Gott. Weg mit dir. So, das war der Sprung. Das war der Sprung. Den haben wir jetzt schon mal geschafft. Und jetzt fehlen uns auch nur noch 90. Jetzt ist die Frage, wie machen wir den anderen Sprung? Erst einmal speichern. Ich muss die Rampe nehmen. Ja, so war's. Haha, gefunden. Na, das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Oh. Jawohl, ich hab's. Jet gerettet. Das war der Hammer, Spyro. Du hast viel gelernt, seit du ein junger Gleiter warst. Naja, du hättest dir einen leichteren Ort zum Festsitzen suchen können. Du hättest dir einen leichteren Ort aussuchen können. Da hat er recht, der Spyro. Und jetzt sammeln wir uns hier unsere letzten Sachen zusammen. Haben es geschafft jetzt auch. 100% des Levels abgeschlossen. Kann ich irgendwie darüber fliegen? Kann ich. Dann go. Und ab geht's! Juhu! Zack! Ab nach Hause!
Gut. Okay, das wird dann heute aber wieder auch eine kürzere Folge. Das haben wir jetzt nämlich gemacht. Wie viele Level haben wir jetzt noch vor uns? Ich sehe ein Level. Ist das der Endboss? Ist das nur noch der Endboss? Sonst sehe ich nämlich kein Level mehr. Na, hier hinten sehe ich kein Level mehr. Ist nur noch der Endboss. Nur noch Metalhead. Ach, wisst ihr was? Komm, scheiß drauf. Rein geht's. Machen wir doch den Metalhead. Begegnung mit Metallkopf. Metalhead. Die englischen Namen fand ich ein bisschen besser. Zack. Nein. Weg mit dir. So. Vergiss es. Weg mit dir. Weg mit dir. So, so. Jetzt habe ich gar keinen erwischt. An die Schätze komme ich noch nicht ran. Ja. Das war das. Weg mit dir. Schönes Level. Nö. Weg. Das sammeln wir alles ein. Ebenso wie das hier. Darüber fliegen kann ich immer noch nicht. Hinten ist auch erstmal nichts mehr. Wie viel brauchen wir denn hier? 500 auch. Das ist ja schon fast wie ein ganzes Level. Gut, meine lieben Freunde, wenn das doch wie ein ganzes Level ist, weil... Okay, es ist aber nur ein Drache. Ach komm, wir machen hier lange Folge. Sadiki! Metallkopf ist ganz gespannt, dich zu treffen. Greif die Strommasten an, um seine Stromversorgung zu unterbrechen. Alle Drachen gefunden. So. So einfach geht's gegen Metalhead. Okay, da brauchen wir den Key für. Wegmachen. 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 Weg. 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 Da ist Metalhead tot. Fähigkeitspunkte erhalten. Welchen denn? Metalhead perfekt gemacht! Jawoll! Wahrscheinlich keinen einzigen Hit bekommen. Oder nicht gestorben. Ah, das war ja easy hier. Hier geht's schon nach Hause. Wir wollen aber noch nicht nach Hause. Wir wollen hier hoch.
Bevor ich den Sprung verkacke, machen wir es lieber direkt so. So, I need the key. Und wir müssen noch draußen eine Menge sammeln. Noch sind wir nämlich nicht zu 100% hier durch. Deswegen müssen wir gucken, wo wir hinfliegen müssen. Irgendwo müssen wir ja hinkommen. Momentan sehe ich aber nichts. Hier gibt es doch keinen Ausgang oder so. Da ist nichts. Unten im Wasser sieht auch nichts danach aus. Hier vorne auch nicht, hä? Bin ich jetzt gerade dumm? Wie viel fehlen uns denn noch? Uns fehlen noch 95. 5 sind da hinten und dann sehe ich da auch noch welche liegen, aber da oben liegt auch was, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Hier ist kein Durchgang, doch irgendwie was hier hinten. Nein, hier hinten ist kein Durchgang. Da muss ich jetzt mal gucken. Aber hier ist auch nichts. War ja klar. Musste ja passieren. Hier ist auch kein Durchgang. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich einfach sagen, machen wir hier wirklich Pause für die heutige Folge. Ich suche rum, wie wir da hinkommen. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, ciao.